The Grand-Duchess of Luxembourg came to deliver the keynote speech of the opening ceremony and gave a few words on her impression of MEP. Afterwards, she chatted with presidents and delegates over champagne at the reception, and Fabian got the chance to give her an interview. Das ist das 10 Jahre hier, dass die Lise Ali Meurich, ob die praktische Experienz via Projet MEP misiert. Was halt ihr, Madame, von diesem Projet? Diversität von den Ländern, ihre Kulturen, ihre Sprachen, sind ein Atu für die Jungleute und ein Apprentissage auch, mengenisch. Ein Apprentissage au Dialog, au Respekt d'autrui. Und meiner Meinung nach ist das immens wichtig für eine Zukunft. Ich finde die größte Sorge von den jungen Leuten aus deinem Arbeit zu finden. Wie meint ihr, könnt ihr dieses Problem lesen? Und was will dir, Madame, den jungen Sohn für sie zu encouragieren, weiterzumachen? Die Jungs sind alle guten Porteur von Talenten und auch von Kreativitäten. Und sie haben Ambitionen und wollen ihren Weg gehen, was ganz normal ist. Wir sollen sie unterstützen, für dass sie auf ihr Herz lauschen können. Dafür sollen wir ihnen die Möglichkeit geben, auch mal ihr Risiko zu holen. Sie müssen die finanziellen Möglichkeiten nicht nehmen, kriegen. Aber auch dann den Akkompagnement für sich an ihrem Projekt zu realisieren. Das wäre mein größter Wunsch, wenn das möglich wäre. Merci, Madame.